Da sind wir auch wieder. Ich nehme jetzt einfach weiter auf. Da, wo ich eben stehen geblieben bin vorhin. Ja. Das war doch ein krasses Ende in der letzten Folge. Wer sich dran erinnert. Wir sehen es hier auch nochmal. Ich bin immer sprachlos. Ja. Wir fahren einfach mal fort und gucken, was passiert. Ja. Ich schaff's noch, dass alle sterben in diesem Spiel. Das schaffe ich noch. Echt. Ich finde das echt schön. Dieses Spiel ist ja so ein bisschen aufgebaut wie ein Film, kann man sagen. Die Grafik ist auch mega geil. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Ja, da müssen wir wohl leider. Zwei sind ja jetzt obdachlos. Und hier ist kalt. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Den reden. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Vielen Dank. Für nichts. Vielen Dank. Da dürfen keine Androiden rein, das sehe ich schon. Gute Nacht! Ja, hier hat man was Unbequemes, aber Unauffälliges. Unbequem, aber sicher. Die Frage ist, wie kommen wir rein? Dann bequem, aber auffällig. Und wir werden Geld brauchen. Da ist immer geöffnet. Aber da können wir nicht bleiben, ne? Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Gehen wir erstmal hier rein, weil hier ist es warm. Kleidung zum Wechseln. Du brauchst etwas Warmes und ich muss...
muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. Ich finde, es ist einfach besser. Wir brauchen was Warmes zum Anziehen. Das ist einfach. Ja. Wo schlafen wir jetzt? Ich glaube, wir machen es mal nicht so auffällig. Wir gehen einfach. Ist der Laden ist geschlossen? Öffnet erst am Morgen. Ja, haben wir schon. Ja. Ja, aber ich habe keinen Schlafplatz. Hm, vielleicht können wir den um Hilfe bitten, ja. Alice? Okay. Sie hat sich hingesetzt. Ruhig, okay. Ja. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Jetzt gucken wir hier mal zuerst. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Kann ich helfen? Ich und ein kleines Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Also, es ist hier ein Supermarkt, Lady, und nicht die Heilsarmee. Ich kann nicht an jeden Penner aus der Gegend Geld verteilen. Thank you.
das jetzt einfach mal mit. Ich brauche irgendwas zu essen. Also Alice zumindest. Oh geil, was gibt's hier Leckeres? So Fertigpizza oder was? Geil. Oh. Ja. Hey, was zur Hölle machst du da? Leg das sofort zurück! Es tut mir leid. Ja, klar. Verschwindet aus meinem Laden. Komm, Alice. Ist okay, Alice. Wir finden schon noch einen Schlafplatz. Würde ich sagen, gucken wir mal da, wo es am sichersten ist. Ich frage mal nur, wie man reinkommt. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Schneider. Kriegen wir jetzt sowas her? Okay. Liegt hier vielleicht sowas rum? Oder im Auto? Sieht verlassen aus. Halte Abstand, Alice. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Okay, wir suchen was Besseres. Was gibt's hier? Da. Okay. Jetzt können wir den Zaun durchschneiden, vermutlich. Shift, okay. Alles in Ordnung? Ja,
Ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Mach mal zu. Oh Gott, diese Steuerung manchmal. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Okay. Das geht schon mal nicht. Alice? Alice! Oh Gott. Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Greif nicht. Sie verletzen Ralph. Da. Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Bitte, wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Hier lang. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Okay. Komm schon. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Also dann gucken wir mal, was wir tun können. In dieser Kamin. Ach, hier. So.
Streichhölzer. Dann brauchen wir noch Holz. Gibt's Holz? Oh Gott, wie das aussieht hier. Hey, da ist doch Holz. Kann man das nicht nehmen? Hm. Okay, schade. Ich denke, hier oben ist nichts. Ah ja. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alice. Wir legen uns natürlich dazu. Ist doch klar. Ganz viel. Schauen wir mal. Also wir haben uns in dem sicheren Haus versteckt. Da, wo es am sichersten war. Weil das Motel, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da noch hätten hingehen können, weil
Wir hatten ja kein Geld, ne? Ich weiß es nicht. Ja, dann wurden wir beim Clown erwischt, leider. Wir haben Ralph getroffen. Es waren tatsächlich nur 53%, die im Haus übernachtet haben. Also viele haben Ralph nicht getraut, ja. Ich glaube, das war auch... also ich kenne die Geschichte ja schon, deswegen vertraue ich Ralph einfach mal. Ja. %99. Ja, nicht schlecht. Also. Ja. Das war's für diese Folge. Und ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Also, bis dann. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. My name is Kara. This is where it all began. The world's forge. And it will all end. You do the housework, the washing, you cook the meals, you take care of Alice. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. The company has allocated a specialized model to assist investigators. My name is Marcus. Just like you, I was a slave. Then I chose to open my eyes, to take back my freedom, and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. Get away! Hotel home! I know someone who can help.